Ein neuer Tag ist angebrochen, oder das heißt auch für uns ein neuer Tag. Hearthstone, liebe Freunde meines Kanals und Abonnenten. Wir haben ja gestern den normalen Modus von Axamas geklärt und möchten uns heute, ja, vielleicht einer, vielleicht auch beiden Klassenherausforderungen widmen, durch die wir natürlich weitere zusätzliche Naxxramas-Karten freischalten. Wir haben einmal hier die Möglichkeit Druide gegen Felina. ich erinnere mich da dunkel. Es gab, glaube ich, auf den Sack. Ach nee, ich habe ja mit Mage gegen Felina gespielt. Stimmt. Habe ich das Schwein gehabt. Und mit dem Schurken sollen wir gegen Meixner spielen. Ja, dann versuchen wir das Ganze doch einfach mal. Wir können hier irgendwie nichts machen. Heißt, wir kriegen, so wie es aussieht, ein vorgefertigtes Druidendeck, mit dem wir hier, ja, gegen die Großwitwe nochmal antreten dürfen. Malfurion gegen Großwitwe Wäre Ferlina. natürlich auch nicht schlecht zu wissen, Meine was jetzt in Akolyten meinem Deck so drin hoffen ist. sich bedingungslos Sieht aus wie nach Xrabas Karten. schützen. Ja, 2, 2, 2, 2, 2, alles 2. Ich würde sagen, den nehmen wir erstmal. Weil ich ja nicht weiß, was mich sonst noch so erwartet in dem Deck. Das war ja das mit den Das war's. Random-Karten auf der Hand. Genau, ich erinnere mich ungern und dunkel an diese Dame. Die wird uns ja auch noch im Hard-Mode dann erwarten. Kriegen jetzt wahrscheinlich gleich schön Schaden hier reingeballert. Deswegen nehmen wir erstmal das Nerubische Ei. In der Hoffnung, es verreckt. Ja, macht sie auch, okay. Dass sie nichts Eigenes kann, ey. Unfassbar. Aber das soll uns erstmal nicht weiter stören. Wir haben nämlich noch ein Ei. So. Oh, jetzt kommt die Münze. Bin ich mal gespannt. 4 Mana. Folgt Der mir Nekro-Ritter. ins Vernichtet Grab. benachbarte Diener. Nach dem Todesröchel. Ja, geil. Würde ich sagen. Nehmen wir, aber noch nicht jetzt. Denn jetzt bauen wir jetzt erstmal eine Verteidigung auf. Mein Zack. Schild für Argus. Und geben. Gehen wir ihr ins Gesicht oder rufen wir den 4-4er herbei? Ne. Das machen wir erst, wenn wir wissen, dass wir den 5-6er kaputt kriegen. Dann machen wir nämlich das 0-2er Ei Lass kaputt. diesem Verrecken Herzen die beiden daneben sprechen. nämlich. Klingt nach einem guten Plan. Ja, das ist der 4-4er. Und jetzt können wir mit einem Prankenhieb die Sache eigentlich klar machen. Ja! Das klingt doch nach einem Plan. Wir machen. Moment. Ja, mit dem Prankenhieb erstmal das. Dann machen wir jetzt das Ei Auf hier in die kaputt. Bresche! Das kommt der 4-4er und machen unser Ei hier kaputt. Holen unser 4-4er und vernichten die beiden. Zack! Ja, geil! Geht ab! Jetzt, ich wollte gerade sagen, sie hat ihre Heldenfähigkeit noch nicht gespielt. Au, 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 au. Tötet sie im Alles hat Namen überlebt, des okay. Meisters! Ah, hat jetzt plus 1 Angriff, wird er so unseren. Ja, oh, 2-1er hier aus dem Spiel nehmen. Na gut, damit kann ich leben. Und hier haben wir noch ein Steinhaut-Gargoyle gezogen. Auf jeden Fall machen wir erstmal ihren Minion hier platt. Ich hab versagt, ja. Komm. Lass mal in Ruhe. So, und jetzt werden wir die beiden Gargoyles spielen und hoffentlich werden sie auch beide überleben. Dann werden wir denen nämlich danach A plus 1 plus 1 und Spott geben. Weil die heilen sich ja am Ende oder Anfang unseres Zuges immer wieder voll. Lass Was sehr diesem nice ist. Oh, noch ein Herzen Akolyt. sprechen, die Und verdammten ein dunkler Speere. Kultist. Todeswelcher verleiht einem befreundeten Diener plus 3 Leben. Naja. Wenn sie keinen befreundeten Diener hat, kann sie auch nicht plus 3 Leben kriegen, richtig? Mein Richtig. Schild für Argus. Ja, schick. Dann machen wir jetzt erstmal den Kollegen kaputt. Und wollen natürlich auch, dass unsere Gargoyles überleben. Greifen wir einfach mit den beiden an. Hoffen, dass die jetzt nicht beide 2 Schaden fressen, das wäre echt bitter. Und beschwören hier noch den Kollegen und gehen mir ins Gesicht. Ja, geil, mit dem Deck spiele ich jetzt immer, ey. Schleim, Schleim, Schleim. Geil. Die Witwe umarmt mich. So, plus ein Angriff hat sie jetzt, ne? Die Witwe Nochmal umarmt plus ein mich. Angriff, dann kriegst du einen Gargoyle kaputt. Könnte. Nee, Heldenfähigkeit kann sie nicht mehr spielen, dann ist der andere auf jeden Fall wieder voll geheilt. Und dann ist die Sache auch schon gelaufen hier für uns. Zack! Ja, geil. Gehen wir alle nochmal plus 1 plus 1, einfach weil wir es haben und können. Und dann gibt's Auf hier in ins die Gesicht von Bresche. Ferlina. Das war ja leichter als mit meinem Deck. Mein Leichnam wird Ja, ich hätte gerne genau dieses Druidendeck, bitte. sprechen. Fett.
So, haben damit freigeschaltet, Giftsamen. Vernichtet alle Diener und ruft für jeden ein Treen 2-2 als Ersatz dabei. Kann man, machen, würde ich mal sagen. Gerade dann, wenn der Gegner irgendwie das Feld voller krasser Karten hat, dann kriegt er halt nur 2-2er Minions. So, ja, Ferlina ist erledigt, dann, oh, die Dame habe ich ja seit gestern gefressen, merkst, ne, aber... Ja, geben wir uns noch mal Mühe hier. Vielleicht geht's ja mit dem Schurken etwas einfacher. Wir dürfen einfach nur keine Minions haben. Valera, das haben wir ja gestern festgestellt. Mit 4 Minions ist das beste Deck gegen Max. Ne? Seid auf der Hut. Oh ja, sei auf der Hut. So, die 1 Feuer behalten wir und kriegen Alastraza. Ja, das ist ja geil. Brauchen wir rein theoretisch nur noch 15 Schaden runterkloppen, wenn wir so weit kommen. Eldenfähigkeit immer noch lässt einen Diener auf die Hand zurückkehren. Ja, das haben wir ja gestern gemerkt, irgendwie, was für ein... Wie schmerzlos der war. Dreimal. So, geisterhafter Krabbler, da geht's nämlich schon wieder los hier mit dem Spinni. Oh Gott, warum haben wir denn einen Sag nicht, wir haben den Show. Ein Murloc-Deck. Ich meine, das war ja auch so eine Idee, die ich hatte, irgendwie einfach ein Rush-Deck zu spielen, möglichst viele kleine Mini-Minions, um der Dame dann den Hintern zu versohlen. Aber wenn sie natürlich auch hier die ganze Zeit Minions spielt, ist nicht so einfach, ne? Würde ich mal sagen. So, wir haben 3 Mana zur Verfügung. Ja, wenn ich jetzt wüsste, ob wir wirklich ein Murloc-Deck haben oder nicht, dann wäre das schon mal von Vorteil. Wir auf jeden Fall hier erstmal die 1-1er wieder auf dem Spiel, die wir gespawnt haben, und rufen den Murloc einfach mal herbei. Falls sie wieder was auf die Hand zurückbekommen. Oh nein, die spielt Naxxramas Schemen. Okay. Elfenbogenschütze. Dann können wir beide 1-1er erstmal aus dem Spiel nehmen. Ein Schuss. Wir halten unseren Murloc mit auf dem Feld. Und jetzt ist die Frage, beschwören wir jetzt einen... Ja, wir beschwören einen extra Schleim. Und gucken mal, was wir da so machen können hier. Noch ein Naxxramas-Schemen. Okay. Tötet der einen. Muss ich aber mal gucken. Das ist nice. Noch eine Elfenbogenschütze. Damit können wir hier direkt den Kollegen platt machen. Und greifen wir jetzt an. Jo, wir greifen mit dem 1-1er an. Geben den beiden hier Spott. Dann haben wir nämlich zumindest einmal den Naxxramas Schemen ab. Sie hat noch nicht ihre Heldenfähigkeit gemacht, aber das wird noch kommen. Das wird noch kommen. Ich glaube da fest dran. Was einen Wiss? War das mit der Hand zurück, ne? Ein zufälligen befreundeten Diener auf eurer Hand zurückkehren? Ja, das wollen wir ja nicht. Deswegen werden wir... Den jetzt töten. Ja, mit 2 Angriff haben wir gerade nicht. So, ja, mit 5 Schaden könnte man die alle wegmachen. Ja, was soll's. Muss weg, der Gute. Zack, zack, zack. Immer drauf. Sparen jetzt natürlich auf Alastraza, ne? Zack. Sehr nice. Wir haben den 2-3 auf die Hand zurückbekommen. Heißt, wir können nochmal ein extra Minion uns beschwören. Das ist sehr nice. Werden jetzt natürlich noch nicht unseren Kodo spielen, weil dann stirbt das 0-2er Ei. Das wollen wir nicht. Oder noch nicht. Weil wir den 4-4er noch nicht wegkriegen. Mal Schaden aufs Maul hier! Für Maxner. Jetzt gucken wir mal. Schlickspucker. Hätten wir das einmal doch kaputt gemacht. Jetzt haben wir nämlich 2 den Kollegen gegen uns. Den 4-4er. Oh, noch mehr Spott. Okay. Hm.
Wen möchten wir jetzt opfern? Also die Frage. Den Dreier und den Zweier könnten wir opfern. Drei und zwei und dann hätten wir keinen Spotter mehr. Wir könnten noch den anderen Spotter noch. Müssen auf jeden Fall diese 5 Schaden erstmal wegmachen. Dadurch kommt nochmal ein 1-2er Spot zurück. Ja. Ja, die Schweine kaputt. Ein 1-2er kriegen wir so kaputt. Und den 4-4er, der ist noch, Los geht's. So das Hindernis, sag ich jetzt mal. Aber mal gucken. Noch was alles im Rahmen. Sag ich mal. Oh, die Kobra. Okay. Ah, oh, der Meeresriese. Nicht der Meeresriese. Der hat uns das letzte Mal schon Nerven gekostet. Und von den Lunen stellt viel D wieder her. Okay. How to handle that? Das ist eigentlich wurscht, wie rum wir das machen. Nee, ist es nicht. Los geht's. Dann kriegen wir nämlich nur 2 Schaden. Und 3 wieder heilen. Was wir auch tun sollten. 0-2er Ei ist noch so ein bisschen problematisch. Wenn nicht, dass da wieder 4-4er draus entsteht. Ach ja, Fangnetz. Stimmt. Terrorwolf-Alpha. Jetzt wird's... zweiter Terrorwolf-Alpha. Jetzt wird's nämlich langsam wieder ein bisschen eklig. Wir können jetzt ja maximal 1-2 Minions spielen pro Runde. Todesbrecheln. Ja, jetzt würde wieder nur das Ei verrecken. Das bringt uns halt gar nichts. Vorher irgendwie so einen Wolf kaputt kriegen. Das war's. Und den kriegen wir jetzt wieder zurück auf die Hand. Yep. Oh man. Und da ist ein Spotter im Spiel. Und das war's gewesen für uns. Gut, Maxa macht wie gestern Probleme, deswegen würde ich sagen, springen wir gleich rein ins nächste Match. Quasi hier gibt es dann irgendwo einen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder zur Class Challenge Nummer 2.2. Schurke vs. Maxa, bis dahin. Albersticks. Wie bereits gesagt, wir sind wieder zurück mit dem Schurken gegen Maxa. Try Nummer 2. Mal gucken, ob wir wieder 4 oder noch mehr brauchen, denn das Deck A kennen wir selber nicht. Und B, ja, haben wir gestern ordentlich auf dem Turbo schon von der Dame. Deswegen hoffe ich einfach mal, dass es jetzt hier vorangeht. Und wieder ein Murloc. Oh, hier schön mit Combo können wir jetzt arbeiten. Der Rädelsführer. Der Defjasch. Fjasch. So, wir machen erstmal den Kristall hier kaputt, die wir gefrustet sind. Jo. Bleibt da eigentlich nichts als den Mörder zu spielen in der ersten Runde. Bong. Die Münze! Surprise! Just of the Grubbler. Grubble. Das Trasa. Die Dame haben wir schon mal. Das ist schon mal nice. Los geht's. Jetzt die ersten Minion 4 vernichten und gehen davon aus, dass einfach mal in der nächsten Runde beide. Na, vernichte dein Diener. Okay. Diese nächste Runde noch nicht beide tot. Einer wird dann nämlich überleben. Aber wir können ja jetzt hier unsere schöne Kombo. Elfenbogenschütze. Gut, dann machen wir die Kombo noch nicht. Dann machen wir das Putz. Erst angreifen und dann die Waffe. Mensch, du Noob! Und was da? Kaiserkobra. Okay. So können wir eigentlich ganz gut umgehen. Wir sollten jetzt nicht den D4s spielen. Wir machen das mal so. Mal gucken, entweder greift er mit der Kobra direkt jetzt unseren 2-1er an. Oder greift unseren 1-1er an und überlegt der 2-1er. Oder er gibt uns irgendwas davon zurück auf die Hand. Nein, er spielt 5-5. Okay, er nimmt den 1-1er. Eine 2 Schaden prinzipiell einen befreundeten Diener auf die Hand, aber ich will keinen befreundeten Diener wieder auf die Hand kriegen. Jo. Obwohl,
Mit 5, nee, mit 5 Mana können wir ihn nur spielen. Das ist ja nicht... Obwohl. Ach, wir hätten... Erste angreifen, halt! Ach ja, ich krieg ja gar nichts auf die Hand zurück. Ach, ich bin verwirrt. Los geht's. Ein bisschen. Los geht's. Ja, dann mal ab da. Guck mal, was er jetzt macht. Geht ein Spotter. Das ist natürlich nicht in der Sache. Kommen wir nämlich nicht hier ran an den 5-5er. Verursacht 2 Schaden via Combo. Okay, dann könnten wir das doch noch. 5, 6. Ja, das sieht doch gut aus. Wir lassen erstmal 0 Schaden den guten auf die Hand zurückkehren. Dann verursachen wir 2 Schaden. Zack! Wir schwören hier über die Combo den nächsten Minion. Klonk, klonk, klonk. Aber ich hätte eher den wieder auf der Hand. Wir können uns nochmal um 2 heilen und können hier im Action angreifen. Bam! Der Knight! Der Knight! Ja, wer hätte gedacht, da kommt da wieder der Schwitzspucker. Aber hat dadurch sein ganzes Mana für die Runde ausgegeben. Und wir nähern uns verdammt nah Alistraza. An der Stelle jetzt schon, wohl bemerkt. Und uns bleibt jetzt eigentlich nur zu tun, nur die Minions aus dem Spiel zu nehmen, wie es kommt. Genau, das ist 2-1er. Und dann spielen wir noch den 6-6er und frieren den guten Boss einfach mal ein. Plong. Und machen weiter Attacke hier. Der Meeresriese. Echte. 6-0. Gut, wir werden jetzt unseren Riesen einfach opfern. Unser Elementar. Zack, zack. Schade um die 6 Schaden, aber der Meeresriese ist weg. Eine Bedrohung weniger. Steinhaut-Gargoyle, 1 Schaden, damit können wir leben. Könnten wir rein theoretisch auch töten. Ah, spielt noch mehr Minions. Okay, dann werden wir die beiden. Ah nein, dann kommen ja 1-1er Minions aufs Feld. Gedankenkontrolleur. Das ist natürlich nice. Wir setzen ihr Leben jetzt erstmal auf 15. Vielleicht kriegen wir alles Phase sogar wieder zurück auf die Hand. Möchte ich gar nicht ausschließen. Los geht's. So. Ich werde jetzt mal mit dem direkt angreifen. Ich möchte, dass dann das Ramas-Schema hoffentlich jetzt immer 3-2er angreift. Und jawohl, wunderbar. Hat geklappt. Kriegen Alistraza tatsächlich wieder auf die Hand zurück. Heißt, wir haben nochmal einen Heal für uns selbst. Haben jetzt natürlich 8 Schaden weniger auf dem Feld, die wir gut hätten gebrauchen können. Aber können jetzt einen von seinen Minions übernehmen für 3 Mana. Bis auf den 2-1er hier würde ich prinzipiell erstmal alles nehmen. Aber wir ziehen erstmal eine Karte. Der Tüftler-Obermeister. Sehr nice. Dann komm mal her hier, Kollege. War ja irgendwie klar. Mal gucken, Alpha jetzt kaputt wäre Optimum. Der Gargoyle. Gut. Okay. 4-3er Fluch nach Ramas Schämen. Kriegen den 1-1er wieder auf die Hand, können nächste Runde also nochmal eine Karte ziehen. Reinkarnation. Wollte sein Alpha wahrscheinlich. Ah nein, die Spinne, naja klar. Und die Spinne nochmal zurück, hat dadurch wieder. Oh! Alter, er fällt wieder voll mit 1-1 an. Aber es ist prinzipiell nicht so schlimm. Der Schem ist damit aus dem Stealth. Den Wolf können wir kaputt machen. Okay. Den Schem kaputt. Den Wolf kaputt mit unserem Ding. Unserem Ding. So, ja, deine Erfindung wird mir bestimmt gefallen. Sehr nice. So. Ein befreundeten Diener kriege ich dadurch wieder auf die Hand. Ja, geben wir uns doch den Kodo zurück. Hat er schon angegriffen? Ja, hat er. Gut, dann können wir uns den zurückgeben. Und mit dem 3-3er... machen wir jetzt einfach Schaden ins Gesicht. Rex hat auch keine Karten mehr auf der Hand. Das sieht also richtig gut jetzt für uns aus. Hier das ganze Feld jetzt voll mit 1-1ern und einem Spotter. Kriegen eine Karte, yo, die 2-3 auf die Hand zurück, kriegen dadurch wieder einen extra Minion. Und wird jetzt natürlich seine 1-1er Minion zu wipen und unser Board zu spielen. Verständlicherweise. Okay.
Damit haben wir jetzt, nochmal die Möglichkeit, eine Karte hier zu ziehen. Können aber keine 5 Schaden auf den guten Kollegen machen. Wir hätten natürlich auch die Möglichkeit zu gucken, ob wir ein Eichhörnchen oder ein 5-5er draus machen. Müssen wir aber nicht riskieren, wir ziehen erstmal eine Karte. Haben den Schleim gezogen, haben insgesamt noch 6 Mana übrig. Das reicht also für die beiden. Und nehmen hier unsere 1-1er noch schön auf, falls wir die auf Jan zurückkriegen. Man weiß es ja nicht. Da ist der nächste Slime. Unser Feld ist auf jeden Fall jetzt auch erstmal voll. Haben aber noch unseren Backup-Heal. Gegebenenfalls alles Straße, die unser Leben wieder auf 11, sag ich schon, auf 15 setzen könnte. Kriegen unseren 1-1er mit auf die Hand zurück. Haben da jetzt einen 3-3er mit Spott. Und können jetzt mit dem Tüftler-Obermeister eigentlich gucken, ob wir das Spiel entscheiden können. Oh ne, das reicht nicht schon. 3. Wenn 8. Ne. Ach, wir haben auch noch den 1-2er auf dem Feld. Da war ja noch was. Okay, dann machen wir erstmal ganz normal weiter hier. Ziehen eine Karte. Noch ein Schleim. Dann spielen wir unseren Kodo in der Hoffnung, dass der Spotter kaputt geht. Ah, neue 1-1er Minions, okay. Aber den Spotter kriegen wir trotzdem kaputt. Könnten. Ja, dem hier. Dem Tüftler geben wir einfach nochmal 3 Leben dazu wieder, damit er wieder voll ist. Machen den 1-1er Minion noch platt und ein Schaden ins Gesicht. Und wenn jetzt nichts Unerwartetes passiert, jo, hat ein Gargoyle gezogen, Meister, dann ist die Sache für uns erledigt hier. Und dann sind wir damit durch. Und dann können wir hier die Runde jetzt für uns entscheiden. 3, 4, 6, 8 Schaden, 7 Schaden. Oh, 7 Schaden können wir nur machen. Dann brauchen wir doch noch ein bisschen Luck. Ach, was mache ich denn jetzt? Das ist ja nur ein Gegner. Kacke. Ich bin ja ein Idiot. Egal, wir geben Maxa jetzt erstmal ins Gesicht. Und haben für nächste Runde dann noch... Er hat zwar jetzt den 5-5er auf dem Feld, aber wir haben eigentlich genug Minions, dass das da durchgehen kann. Ein Schaden werden wir wohl noch irgendwie hinkriegen. Jo, der 5-5er greift hier den 3-5er an. Kriegen den 1-1er nochmal auf die Hand zurück. Da kommt noch Netzweber, aber damit ist die Sache dann gelaufen. Makes that down, down, down again. Down again. Oh, Lower Tap, ja, nice. Spielen wir einfach mal noch, weil wir es haben. Ziehen von mir aus auch noch eine Karte, machen wir mal die Heldenfähigkeit. Und dann gehen wir Maxna hier mit dem Tüftler ins Gesicht. Hat. Oh, da sind jetzt wirklich down. Zack, damit ist unser Schurke jetzt auch auf Level 11 aufgestiegen. Hoho, ho, ho. Wegelager der Anubar und bam, liebe Leute, bam. Dann steht uns jetzt nur noch der heroische Modus bevor. 3 Tage, 3 Bosse, wenn alles klappt. Und dann ab dem nächsten Tag gibt's ja dann schon quasi den zweiten Wing, der dann sein Flügel öffnete. Der Wing öffnet sein Wing. Oder so. ich hoffe, ich schalte auch dann wieder ein, wenn es heißt Mystics vs. Naxxramas Heroisch. Morgen hier auf dem Kanal. Bis dahin. Ciao, bye bye.